Die Müritz ist der größte Süßwassersee Deutschlands. Der größere Bodensee gehört ja nur teilweise zu Deutschland. Und hier in Waren an der Müritz liegt Deutschlands größtes reines Süßwasseraquarium. Es hat schon fast die Ausmaße eines Ozeaneums. In 24 Becken werden ausschließlich einheimische Süßwasserfische gezeigt. Aber das Müritzeum ist weit mehr als ein Schauaquarium. Der naturkundlich Interessierte erfährt hier alles Notwendige und manches mehr über dieses touristisch gut erschlossene Gebiet. Zurück zum Müritzeum. Neben uns ein gewaltiges 100.000 Liter Aquarium. Hinter der 6x6 Meter großen Frontscheibe ein Schwarm von an die 600 Maränen. Wir gehen die Treppe nach unten und erreichen den Aquarienteil des Müritzeums. Hier im Erdgeschoss zunächst eine Reihe sehr großer Schauaquarien mit gewölbten Scheiben. Auf einer Strecke von etwa 20 Metern wird in 7 Becken eine Flusslandschaft dargestellt. Fotografieren ist im Müritzeum gerne erlaubt, allerdings bitte ohne Blitz. Da wird gerade ein Stör abgelichtet. Wir befinden uns gerade vor dem größten der Flussaquarien. Es ist das erste aus der Reihe der Flusslandschaftsbecken oder das letzte, da kommt es auf den Standpunkt an. Hier wird das Leben im Mündungsbereich des Flusses dargestellt. Neben den Stören tummeln sich hier kapitale Sterlets, Meerforellen, Zopen und Zerten. Wir bewegen uns nun nach rechts und gehen den Fluss jetzt gewissermaßen aufwärts. Wir kommen zunächst in die Bleiregion, später dann in die Barbenregion. Hier sehen wir die Barben. Das unterständige Maul und die 4 Bartfäden sind sichere Kennzeichen für Barbus barbus. Und in der Quellregion begegnen wir dann einem ganzen Schwarm von Elritzen, später auch noch Groppen. Von den Fließgewässern jetzt in den Bereich der Stillgewässer. In einem großzügig eingerichteten Terrarium leben europäische Sumpfschildkröten. In diesem Rondel sollen sich Krebse aufhalten, aber man muss lange schauen, bis man einen der versteckt lebenden Tiere sieht. Hier kann man einen europäischen Flusskrebs im Dunkeln seiner Höhle sehen. Unser Blick schweift weiter zu den Aquarien mit den Fischen in Stillwasserbereichen. Auch diese Aquarien sind großzügig bemessen. Auch die silbrig unscheinbaren Modalieschen machen wirklich etwas her, wenn sie in einem Schwarm gepflegt werden wie hier. Und dort sehen wir einen Schlammpeitzger. Ganz entgegen seiner Gewohnheit ist er hier auch am Tage unterwegs und sucht den Bodengrund nach Fressbarem ab. Auch für die Modalieschen scheint bei der Gelegenheit etwas abzufallen. Am Stichlingsbecken und nebenan in einem größeren Becken kann man Steinbeißer oder Dorngrundeln bewundern, die entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit tagaktiv sind und eine sehr schöne Musterung zeigen. Ein schöner Ruhepunkt im Aquarienbereich ist das sogenannte Wassertheater. Hier kann man sitzen und durch eine große Panoramascheibe auf den Herrensee schauen. Dieser See scheint direkt an das Gebäude zu grenzen, denn im Vordergrund befinden sich 2 große Außenbecken mit riesigen Karpfen und anderen Fischen. Ein schöner Platz zum Ruhen und Meditieren. Bei gutem Wetter sollte man nicht versäumen, einen kleinen Rundgang um diesen idyllischen See zu unternehmen. Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf den Star dieses Aquariums. Ein kapitaler Hecht, der in einem sehr schönen, großen Aquarium hier residiert. Der Hecht ist ganz offensichtlich der Liebling der Besucher.
Dabei geht fast ganz verloren, dass im dunkel gehaltenen Hintergrund dieses Großaquariums auch noch ein kapitaler Wels auf Beute lauert. Wir verlassen jetzt den Aquarienteil des Myrizeums und steigen neben dem riesigen Maränenschwarm die Treppe zum oberen Geschoss hoch. Hier gibt es für Naturfreunde noch vieles zu entdecken.